Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein zweites Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19/6076. Der Gesetzentwurf wird von Kollegen Heinz von der CDU-Fraktion eingebracht. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt dann 7,5 Minuten. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die vereinbarte Redezeit werde ich nicht ausschöpfen. Gleichwohl ist es ein wichtiger Gesetzentwurf, der ein weiterer wichtiger Schritt ist zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch zur Gewährleistung der Pflege von nahen Angehörigen. Ich darf darauf verweisen, dass schon jetzt die Situation für Beamtinnen und Beamten in Hessen ausgesprochen günstig ist. Wir haben schon in dieser Wahlperiode zu weiteren Verbesserungen beigetragen. Ich darf daran erinnern, schon jetzt ist die Beurlaubung zur Pflege von eigenen Kindern für den Zeitdauer von bis zu 14 Jahren möglich. Die unterhälftige Teilzeit haben wir erstmals ermöglicht im Beamtenrecht über einen Zeitraum von 17 Jahren. Das heißt, eine Teilzeitbeschäftigung von weniger als der Hälfte der üblichen Pflichtstundenzahl der Beamtinnen und Beamten. Und jetzt wollen wir dem Rechnung tragen, dass der Bundesgesetzgeber für die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten weitere Regelungen geschaffen hat und für Fälle, eben insbesondere in denen unvorhergesehene Ausfall- und Pflegezeiten entstehen. Denn gerade für die sogenannte Sandwich-Generation ist es ja denkbar, dass eine Beamtin oder ein Beamter über einen langen Zeitraum eins oder mehrere Kinder eben großgezogen hat, dafür länger aus dem Berufsleben und aus dem Dienst ausgeschieden ist, dann zurückgekehrt ist und dann beispielsweise die eigenen Eltern dann eben plötzlich und unerwartet, so wie das eben häufig im Alltag passiert, dann pflegebedürftig geworden sind und er sozusagen sein Lebenskontingent für Pflege und Betreuung von Angehörigen schon aufgebraucht hat. Und mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf würden dann die Voraussetzungen geschaffen, dass dann über den bisher schon möglichen Zeitraum hinaus dann bei berechtigtem Interesse auch eine Möglichkeit bestehen würde, eben für die nahen Angehörigen, im Regelfall sind es ja dann die eigenen Eltern, dann eben für einen gewissen Zeitraum dann noch da zu sein. Und darüber hinaus, bei der Geburt von Kindern gibt es ja durch den Bundesgesetzgeber auch die eine oder andere Leistung, allen voran das Elterngeld, was ein großer Wurf war, um das erste Jahr oder die ersten 14 Monate oder wenn man splittet, dann auch den doppelten Zeitraum eben abzudecken, um damit eben dieser Ausstieg dann noch etwas abgefedert wird, werden die Möglichkeiten eben der Vorauszahlung des sogenannten Vorschusses bei Pflege dann auch noch erleichtert und verbessert, sodass die Beamtinnen und Beamten dann nicht direkt von 100 auf 0 oder von Teilzeit auf 0 eben fallen. Und ja, wir halten es für einen ganz wichtigen Zeitraum, für eine ganz wichtige Maßnahme, weil es insbesondere denen hilft, die zwischen den Generationen eben stehen, eigene Kinder haben, für die sie noch Verantwortung tragen oder lange Verantwortung getragen haben, und die eigenen Eltern. Und das trifft ja sehr, sehr viele irgendwo in dem Lebensabschnitt zwischen Anfang 40 und Mitte 50, wo eben verschiedene Verpflichtungen dann eben zusammenfallen. Man spricht nicht nur von der Sandwich-Generation, sondern auch von der Rush-Hour des Lebens, wo alles eben gleichzeitig eben bewältigt werden muss. Ich glaube, dieser Gesetzentwurf ist wir können uns das dann im Ausschuss noch näher anschauen, ist, glaube ich, ein guter Schritt, um dem Rechnung zu tragen. Er beweist einmal mehr, dass Beamtinnen und Beamten dort sehr gute Möglichkeiten haben, eben auf diese Lebenssituationen einzugehen. Das ist auch ein weiterer Schritt zur Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes hier in Hessen. Wir haben in diesen Gesetzentwurf noch eine weitere wichtige Maßnahme reingepackt. Auch ist bekannt oder breit bekannt aus den Wahlkreisen, dass Führungspositionen an Schulen immer schwerer besetzt werden können. Und nach der Hebung der Grundschulrektoren, wo wir schon einen wichtigen Schritt gegangen sind in der Vergangenheit, wollen wir jetzt eben auch die Besetzung der Grundschulkonrektoren und Konrektorinnen. Dürfte inzwischen, zumindest nach meiner Anschauung von zu Hause, dürfte es die Mehrheit inzwischen sein, Konrektorinnen. Dort wollen wir durch eine Hebung der Stellen dazu beitragen, dass diese Planstellen auch attraktiver werden und noch mehr junge Pädagoginnen und Pädagogen ermutigt werden, eben diesen Aufstieg in Führungspositionen zu gehen und sich dann auch zu bewerben, wenn entsprechende Planstellen frei sind. Das erfährt man ja auch immer wieder, dass eben von Pädagogen und unseren Lehrerinnen und Lehrern, dass die Führungsstellen im Vergleich zu der Tätigkeit des normalen, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Lehrers
dass der Gehaltsabstand da zu schmal ist. Der eine oder andere sagt, den Mehraufwand möchte ich mir im Vergleich dazu nicht antun. Hier trägt dieser Schritt dazu bei, dass diese Leitungsaufgabe eben besser vergütet wird. Aus unserer Sicht ein ganz richtiger und wichtiger Schritt. Und wenn man schon sich mit dem Dienstrecht beschäftigt, dann kann man die Gelegenheit auch nutzen, das eine oder andere noch glatt zu ziehen. Das geschieht ebenfalls in diesem Gesetzentwurf. Das Schriftformerfordernis wird in Teilen gelockert. Die E-Mail kann breiter eingesetzt werden. Damit tragen wir letztlich nur eigentlich dem Alltagsleben Rechnung, was auch in vielen Betrieben und im privaten Leben schon gilt, dass vieles eben nicht mehr auf Papier verschriftlicht wird, sondern im elektronischen Austausch geschieht. Und auch im Kommunalrecht erfolgt noch eine Klarstellung zur Sicherheit. Das ist ja auch recht in der Begründung recht breit beschrieben, für welche Fälle das alles gelten könnte. Wenn Beigeordnete ausscheiden, dann hat man einmal das politische Mandat, aber man hat auch die Beschäftigung als Ehrenbeamter. Dort erfolgt eine Klarstellung, dass mit dem Ausscheiden dann das Ehrenbeamtenverhältnis endet. Und es sind auch noch vorausschauend für den Fall, dass es vielleicht doch irgendwann noch zu einem abschließend NPD-Verbot mal kommt, dann auch ist diese Konstellation auch noch gleich mitgeregelt für den Fall des Parteiverbots, dass dann kein eigener Akt mehr der Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis erfolgen sollte. Ja, zu diesen eher kleineren Regelungen sicherlich hätte man keinen eigenen Gesetzentwurf angepackt, aber wenn das Dienstrecht schon als Ganzes aufgemacht wird, dann kann man es hier gleich mitregeln. Alles in allem denke ich, es ist ein gutes Gesetz, was insbesondere was Pflege von Angehörigen betrifft und was die Grundschulrektoren betrifft, nützt es den Betroffenen in ganz erheblichem Maße. Einmal monetär, denen die Führungsaufgaben in unseren Schulen übernehmen, und zum anderen auch denjenigen, die in einer besonderen Lebenslage eben auch besonders gefordert sind, die Planbarkeit im Familienleben weiter zu verbessern und sich dann für die, die einem besonders wichtig sind, nämlich die eigenen Kinder oder in dem Fall auch oft dann die eigenen Eltern, für einen gewissen Zeitraum besonderer Maße anzunehmen. Das wollen wir ermöglichen. Dazu trägt dieser Gesetzentwurf bei. Ich würde mich freuen, wenn er dann nach der Ausschussberatung dann auch Gesetzeskraft hier erlangt durch unseren Beschluss in zweiter oder gegebenenfalls auch dritter Lesung und wir einen weiteren Schritt gehen dafür, dass Beamte und Beamtinnen in Hessen einen familienfreundlichen Arbeitsplatz hier vorfinden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Die nächste Wortmeldung kommt vor Kollegen Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich werde in der Tat die Redezeit wie versprochen nicht ausschöpfen. Ich halte, was ich verspreche. Zum 01.01.2015 sind im Familienpflegezeitgesetz und im Pflegezeitgesetz für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zahlreiche Änderungen in Kraft getreten. Schon damals hat die Diskussion darüber stattgefunden, dies auch für den Beamtinnen- und Beamtenbereich zu übertragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das Jahr 2015. Wir schreiben heute den 28. Februar 2018. Dass das jetzt ein eher schneller Prozess auch in Hessen war, Herr Kollege Heinz, haben Sie nicht behauptet. Das wäre auch in der Tat an der Stelle eher ein dreister Versuch gewesen. Und deswegen ist das, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren, übrigens wie üblich ein Fraktionsgesetz, weil die Regierung hat das irgendwie mit den Fristen wieder nicht hingekriegt, weil die Legislaturperiode neigt sich irgendwann dem Ende zu. Und wenn es noch eine halbwegs vernünftige parlamentarische Beratung geben soll, dann muss das so passieren. Nein, wäre natürlich schon Job des Innenministers gewesen, ein solches Gesetz vorzulegen, zumal es viele Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Saarland, Baden-Württemberg, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, dort gibt es die gesetzlichen Regelungen für Beamte schon und deswegen Hessen an der Stelle hinten. Und deswegen wird es Zeit, dass wir auch natürlich die gesetzlichen Dinge normieren, wenn es um die Familienpflegezeit mit Vorschuss oder die Pflegezeit mit Vorschuss geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden in der Anhörung uns dann auch zu positionieren haben, wie bewerten wir etwa die Unterschiedlichkeit der Freistellungsmöglichkeiten für Beamte oder etwa Richter, weil Richter natürlich in dem Sinne von der Arbeitszeit unabhängiger sind. Das wird unterschiedlich bewertet. Das müssen wir uns in Ruhe anschauen, weil das Argument der Funktionsfähigkeit der Gerichte natürlich eins ist, was wir auch an der Stelle ernst nehmen müssen. Insoweit ist das, was hier drinsteht, notwendig, weil natürlich die Pflege von Angehörigen in der Familie, aber auch von älteren Familienangehörigen in der Zukunft weiter zunehmen wird. Das ist eine ernste Aufgabe, gerade wenn sich Familienangehörige darum kümmern. Das ist zeitintensiv.
Das ist auch am Ende dann sehr anstrengend für die Beschäftigten. Aber es ist natürlich auch schon ein Gebot, ich frage, der Menschlichkeit und auch der Verantwortung, die man hat. Und deswegen müssen die Beamtinnen und Beamten auch über die bisher bestehenden gesetzlichen Regelungen, dass der Anspruch auf Befreiung geht ja deutlich darüber hinaus, was bisher möglich war, muss auch für die Beamtinnen und Beamte gelten. Und dass man das finanziell erleichtert, später auch zurückzahlen kann bzw. mit Bezügen verrechnet wird, erleichtert das dem einen oder anderen. Aber es bleibt trotzdem eine große Herausforderung für jeden, der sich um Familienangehörige, die zu betreuen sind, kümmern muss. Meine Damen und Herren, Sie haben dann als Fraktionen respektive, wenn wir ehrlich sind, ich kann das schon unterstellen, dass dann Innenministerium alles das, was so gerade mal anliegt, noch mit eingepackt hat in den Gesetzentwurf, HGO-Änderung, wenn es um Ehrenbeamte geht, die Schriftform. Dann haben Sie noch eher sachfremdes Bereich aus dem Innenministerium, die Funktionsstellen für Konrektoren anzuheben. Meine Damen und Herren, auch der Kultusminister hat es ja mittlerweile zur Kenntnis genommen, es fehlen auch Grundschullehrer. Und das hat nicht nur, aber auch etwas mit der Besoldung zu tun. Und deswegen müssen wir generell über die Besoldung von Grundschullehrern reden. Meine Damen und Herren, nicht nur über Führungsfunktionen, sondern auch die, die darunter arbeiten. Und Grundschullehrer gehören auch anders besoldet als nach A12, meine Damen und Herren, um das noch einmal sehr deutlich an der Stelle zu sagen. Weil, wenn Sie schon etwas ändern im Besoldungsrecht, hätten Sie das ja auch mit angehen können. Und wenn Sie fragen, wie das finanziert wird, das sind die gleichen Steuereinnahmen, die Sie zur Verfügung Ihrer Finanzierung und Ihrer Aufgaben haben, Herr Bauer. So einfach ist gelegentlich manchmal die Welt an der Stelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und deswegen ja, es wurde notwendig, dass wir auch für die Beamtinnen und Beamten alle rechtlichen Voraussetzungen schaffen, die die bundesrechtliche Regelung gilt. Der Bund übrigens hat es seinen Beamten seit 2016 bereits ermöglicht, also 2 Jahre zuvor. Und deswegen ist das jetzt keine Ruhmestat. Wir werden dazu im Innenausschuss auch eine Anhörung durchführen, um uns auch die Stellungnahmen der Fachverbände zu machen. Das wäre in einem geordneten Verfahren, wenn es über das Ministerium läuft, einfacher. Dann hätte man schon die regierungsinterne Anhörung mit den Stellungnahmen. Und deswegen, wenn wir das bis Ende der Wahlperiode noch halbwegs schaffen wollen, wird es Zeit. Also, Sie haben lange Zeit verstreichen lassen. Und jetzt geht es darum, Menschen, die andere Menschen betreuen und pflegen müssen, ihnen auch dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und deswegen wird es die Beratung geben, und dann werden wir am Schluss entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erneut legen uns die Fraktionen von CDU und GRÜNEN wiederum in der Dienstrechtsfrage im Beamtenrecht einen Fraktionsgesetzentwurf vor, der zweifelsohne, wie könnte es anders sein, aus dem Hause des Innenministers stammt. Erneut wird damit die im Gesetz vorgeschriebene Anhörungsrechte der Gewerkschaften bewusst umgangen. Dabei besteht gar keine Zeitnot, meine Damen und Herren. Denn, oder worin besteht der Zeitdruck, außer am Wahltermin am 28.10.? So. Sie hätten das auch, Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen, die wesentlichen Regelungen bereits früher machen können, denn die gesetzlichen Bestimmungen, das schreiben Sie ja selbst in Ihrem Gesetzentwurf, auch sind ja seit 2015 in Kraft. Wir begrüßen ausdrücklich die Anpassung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Pflegefällen bei Beamten, so wie sie jetzt im Gesetz vorgesehen sind. Es findet auch unsere Zustimmung, dass Sie eine entsprechende Vorschussregelung bei Teilzeitbeschäftigten vorsehen und dass es eine verstärkte Ausweitung von Teilzeit gibt. Wir sehen durchaus auch erste zarte Schritte, so will ich das mal nennen, bei der Verbesserung der Besoldung von Lehrerinnen und Lehrern in Grundschulen. Allerdings, ob das ausreicht, werden wir dann in der Anhörung mit den Gewerkschaften besprechen müssen. Denn soweit ich das beurteilen kann, jetzt der Gesetzentwurf ist ja spitz auf knapp erst wenige Minuten vor Antragsschluss hier letzte Woche eingegangen, ist es wohl so, dass hier nur Leitungsfunktionen, also Konrektorinnen im Wesentlichen
betroffen sind. Anders wäre diese relativ geringe Summe von 1,9 Millionen €, die das ausmacht, wobei auch hier unklar ist, ob das für zwei Jahre, jetzt, also für den Doppelhaushalt, die Summe ist oder die jährliche, auch nicht zu erklären. Aber immerhin, die Reduzierung der Schülerzahlen, all das als Voraussetzung für eine höhere Besoldung, ist ein Anfang, ist ein Ansatz, und die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen. Wir auf jeden Fall bleiben weiterhin bei der Forderung oder unterstützen die Forderung, die auch die Gewerkschaften, insbesondere die GEW, schon seit Langem verfolgen, um zu sagen, A13 auch für alle Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. Das ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen. So. Erstaunt, will ich aber sagen, hat mich eine Regelung, die meines Wissens Sie, Herr Heinz, gar nicht angesprochen haben. Das ist nämlich die eher unscheinbare Änderung des Disziplinargesetzes in Verbindung mit der Hessischen Arbeitszeitordnung. So, Sie schreiben im Gesetzestext selbst, ich zitiere, für den Zeitraum einer vorläufigen Dienstenthebung nach § 43 Absatz 1 des Hessischen Disziplinargesetzes vom 21. Juli 2006 erfolgt keine Zeitgutschrift für das Lebensarbeitszeitkonto. Und in Ihrer Begründung, auch daraus darf ich zitieren, schreiben Sie, bei einer vorläufigen Dienstenthebung nach Disziplinarrecht steht gegenüber der oder dem Betroffenen ein schwerwiegender Vorwurf im Raum. Dieser hat nach Abwägung der Umstände im Einzelfall dazu geführt, dass ein Verbleiben der Beamtin oder des Beamten in Dienst bis zum Abschluss des Disziplinarverfahrens dem Dienstherrn nicht zuzumuten ist. Soweit das Zitat. Nur, dass wir wissen, worum es hier geht. Nun habe ich einmal recherchiert und festgestellt, dass dieses Arbeitszeitkonto am 01.01.2007 eingeführt wurde, also vor mehr als 11 Jahren. Ist das jetzt so zu interpretieren, dass seit diesem Zeitpunkt praktisch diejenigen, die bezahlt Urlaub machen, zum Beispiel, also suspendiert sind, auch noch eine Zeitgutschrift pro Woche von im Regelfalle 2 Stunden auf ihr Langzeitarbeitskonto erhalten haben und erhalten. So, und wenn ich dann in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, daran denke, dass auch ein Andreas Temme zu diesem Zeitpunkt noch suspendiert war und dann möglicherweise pro Woche 2 Stunden Zeitgutschrift erhalten hat, dann könnte ich, erlauben Sie mir das, nur noch die Krätze kriegen. Das will ich an dieser Stelle sagen. Das gilt es zu klären. Wann wurde diese Regelung in Kraft gesetzt? Warum hat sie so lange bestanden in diesen Fällen, wo doch, wie Sie richtigerweise schreiben, wenn ein so schweres Dienstvergehen vorliegt, es dann ja nicht sein kann, dass man die Beamten neben ihrer Freistellung auch noch mit Zeitgutschriften auf Langzeitarbeitskonten belohnt? Da hätten wir gern Antworten von Ihnen, Herr Minister. In der Anhörung werden wir das vertiefen. Auf jeden Fall haben wir viel zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Blechschmidt von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Vorab, auch ich habe den parlamentarischen Geschäftsführer gefragt, ob wir 7,5 Minuten brauchen. Ich versuche mich auch daran zu halten, bei aller Fachlichkeit, die im Dienstrecht liegt und die auch interessant ist und Nuancen aufweist. Jetzt haben einige Vorredner, insbesondere bei der SPD, schon das vorweggenommen, was andere Bundesländer gemacht haben. Ich habe mir zum Beispiel Baden-Württemberg angeguckt. Die haben einen Kabinettsbeschluss vom Sommer 2017 gehabt, haben eine ordentliche Anhörung vorher durchgeführt. Ich sage dann ganz pragmatisch, ich bin froh, dass wir jetzt den Gesetzentwurf haben, weil er überfällig ist
Und dann sage ich auch ganz pragmatisch, dann ist es gut, dass wir noch eine Anhörung haben, weil es ein oder andere durchaus zu hinterfragen ist. Vielleicht auch den Gesichtspunkt, Herr Schaus, den Sie angeführt haben, wobei ich rechtlich schon zwischen einer Suspendierung und einem Urlaub unterscheide. Das kann man nicht an einem Namen Temmen festmachen, sondern eine Suspendierung ist aus meiner Sicht rechtlich etwas anderes als ein Urlaub. Und da muss man auch noch einmal vielleicht den Zungenschlag reinlegen, ungeachtet der Problematik Temmen an Personen. Aber das wird wahrscheinlich dann noch einmal im Ausschuss zu beraten sein, weg von dem, was der Herr Heinz eingebracht hat und was wichtig ist. Ja. Aber vielleicht muss man dann auch im Hinterkopf mal haben, was rechtsstaatlich und vielleicht auch für den Einzelnen Suspendierung bedeutet und dass nicht jede Suspendierung auch eine Verurteilung ist. Aber da können wir uns gerne im Ausschuss darüber unterhalten. Ich glaube, im Fokus soll heute stehen, dass der öffentliche Dienst attraktiver ist und Familie und Pflege ganz wichtig ist und hier unsere aller Unterstützung erfährt. Ich möchte den Einstieg dann ein bisschen anders wählen. Ich habe einmal recherchiert. Und im Zuge dessen, was seit 2015 alles diskutiert gemacht wurde, gibt es auch bei Forsa und Spiegel eine schöne Berichterstattung, dass der öffentliche Dienst im letzten Jahr zum ersten Mal die Automobilindustrie überholt hat bei der Berufswahl. Entsprechende Berichterstattung und dass insbesondere die Wahl bei Polizei und Bundeswehr jetzt vorrangig ist vor Automobil wie BMW, Porsche, Microsoft und auch bei Lufthansa. Das halte ich für ein gutes Zeichen. Und wenn man jetzt den öffentlichen Dienst noch attraktiver gestaltet, und da möchte ich den Zungenschlag durchaus auf die Pflege auch noch einmal legen, aber auch auf die Familie, dass man den attraktiver gestaltet, ist das, was wir alle, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode mit den Gewerkschaften und mit den Vertretern von Beamten im öffentlichen Dienst diskutiert haben, etwas besser abgefedert, dass die Berufswahl in den öffentlichen Dienst noch attraktiver gestaltet wird, als es der Fall ist. Wenn ich zum Gesetzentwurf komme, und der Heinz hat das en Detail sehr gut dargelegt, dazu wird noch einmal ein Redaktionsfehler aus dem Jahr 2015 korrigiert, aber es ist nur nebenbei, sind da Gesichtspunkte in der Tat drin, die wir im Ausschuss zu besprechen haben. Wir als FDP, das habe ich erwähnt, wiederhole das noch einmal, sehen es auch gut, dass der Adressatenkreis der Beamte, im Übrigen auch der Richter, da muss man auch noch einmal im Ausschuss darüber reden, was das bedeutet, hier entsprechend noch attraktiver gestaltet werden soll und eben die Familie und Pflege die Wertigkeit bekommt, die es zu bekommen soll. Der hessische Weg, der gegangen wird, wenn man sich anderen Bundesländern anschaut, auch was der Bund hat, wäre dann noch einmal interessant im Ausschuss sich anzugucken. Da glaube ich, dass wir als Hessen gut vorangehen und insgesamt den öffentlichen Dienst mit dem, was vielleicht auch wir uns angeguckt haben, was andere nicht so gut gemacht haben und wir noch ein bisschen besser machen können, attraktiver gestalten. Insgesamt sollte heute im Fokus stehen, bei all den kleinen Nuancen, Herr Schaus, die Sie angeführt haben, auf die ich auch repliziert habe, dass wir heute ein Riesenausrufezeichen setzen sollten, dass mit diesem Gesetz der öffentliche Dienst noch attraktiver gestaltet wird, also ohnehin die letzten Jahre gestaltet wird und dann einen Riesenersatz auch für junge Menschen, aber auch für die Beamten bietet, im Gegensatz zu den Privaten, dass dort auch das entsprechende Kandidaten gefunden werden und der öffentliche Dienst auch mit gutem Blick voraus zukunftsträchtig weiter seine Berechtigung hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit und glaube, mich dann auch an die Redezeit gehalten zu haben. Danke, Herr Kollege Dr. Blechschmidt. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es gut, dass wir uns in den Grundzügen der Bewertung dessen, was wir hier als Gesetzentwurf vorgelegt haben, doch einig sind. Und die Zielrichtung dieses Gesetzentwurfs ist es ja in der Tat, die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch weiter zu verbessern. Wir haben hier ja viele rechtliche Grundlagen, gerade auch im Beamtenrecht, die durchaus sehr attraktiv sind. Das wird hier noch einmal gestärkt und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, Kollege Blechschmidt hat es gerade angesprochen, ist für uns natürlich auch im Vordergrund. Wir werden an vielen Punkten das, was wir als öffentlicher Dienst heute schon an Vorteilen haben, ausbauen. Und wir werden im Bereich Familie, Beruf, Familie, Pflege die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wir tun das heute schon, was die Freistellung und andere Möglichkeiten angeht. Ich glaube, das wird auch dem gerecht,
was mittlerweile von jungen Menschen auch, die ins Erwerbsleben einsteigen, auch gewünscht wird. Wenn wir heute mit jungen Menschen reden, dann sind die Lebensentwürfe und auch die Berufsaussichten oder die Vorstellung, was sie in ihrem Beruf erreichen wollen, doch sehr unterschiedlich. Die wollen auf der einen Seite attraktive Arbeitsplätze haben, die wollen einen attraktiven Arbeitgeber haben, die wollen aber auch in einer gewissen Phase es gut organisiert haben, dass man Familie und Beruf gut zusammenbringt. Das ist insbesondere eine Frage heute auch nicht nur, Kollegin Erfurt hat es vorhin angesprochen, nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Also die Frage, in welcher Zeit teilt man sich auch die Erziehungszeiten und auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die sich einer wichtigen Aufgabe stellen, nämlich der Pflege ihrer Angehörigen. Und da schaffen wir, glaube ich, hier mit dem, was wir vorgelegt haben als Gesetzentwurf, eine attraktive Rechtsgrundlage. Und ich glaube auch, dass mit der Einführung eines Rechtsanspruchs, was die Freistellung angeht, wir hier durchaus etwas tun, was sich sehen lassen kann, und dass wir auch mit der Abfederung der Einkommensverluste, also über den Vorschuss, den wir hier gewähren, natürlich auch noch eine Möglichkeit schaffen, gerade auch für die, die eben auch im öffentlichen Dienst in den Gehaltsgruppen arbeiten, die eben nicht A13 sind. Da müssen wir uns ja immer mal kurzzeitig vielleicht auch mal daran erinnern, dass im öffentlichen Dienst nicht alle Beamtinnen und Beamten A13 verdienen, sondern dass wir auch eine ganze Menge an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, die auch noch im mittleren Dienst beschäftigt sind. Und gerade für die ist es wichtig, wenn sie sich dafür entscheiden, die Arbeitszeit zu reduzieren, aus Gründen der Familienplanung und der Familienerziehung oder aber auch Pflege, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dann auch ihre Einkommensverluste, die sie dann durchaus haben, auf der Zeitschiene zu strecken. Das finde ich eine gute Idee, finde ich auch einen guten Ansatz, macht den öffentlichen Dienst auch attraktiver. Zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Frage der Attraktivität von Leitungsfunktionen, gerade auch im Grundschulbereich. Wir erleben das ja auch immer wieder, dass die Frage von Besetzung von Konrektoren und Rektorenstellen schwieriger geworden ist. Das ist auch eine anspruchsvolle Tätigkeit. Da wird auch Organisationstalent verlangt, da wird auch Engagement verlangt. Und da schaffen wir jetzt die Möglichkeit, über eine bessere Besoldung hier dieses Feld auch noch attraktiver zu machen. Dann ist angesprochen worden, dass im Zuge natürlich, das ist doch so, wenn man über Gesetzesänderungen redet und gerade so ein Gesetz wie das Dienstrecht anfasst, dass natürlich man dann auch noch schaut, was gibt es noch an Dingen, die jetzt auch noch nachgesteuert werden müssen, weil es in den vergangenen Jahren Änderungen gegeben hat. Das ist im Gesetzentwurf auch hinterlegt. Und von daher glaube ich, dass wir uns dann auf die Anhörung freuen können und die Details dann in der Anhörung diskutieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will das Letzte aufgreifen. Auch ich freue mich darauf, wenn wir in der Anhörung noch einmal die Details dieses Gesetzentwurfs miteinander besprechen. Der Schwerpunkt des Gesetzentwurfs bildet zweifellos die Einführung von Rechtsansprüchen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter auf Pflegezeit und Familienpflegezeit, wie sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits gelten. Zwar war es nach den bestehenden Teilzeit- und Beurlaubungsmöglichkeiten schon bisher möglich, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter zur Pflege von Angehörigen vom Dienst ganz oder teilweise freizustellen. Zusätzlich dazu werden nun aber Rechtsansprüche auf Freistellungen eingeführt, und zwar in dem Umfang, wie sie für Arbeitnehmer nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz bestehen. Diese Freistellungen werden ferner mit einem Vorschuss verbunden. Das ist hier bereits erörtert worden. Ich finde, eine familienfreundliche Abbildung der heutigen Wirklichkeit in dem Bereich Pflege und Familienpflege. Meine Damen und Herren, der öffentliche Dienst wird mit diesem Gesetz auch in diesem Bereich der Pflegezeit und Familienpflegezeit wieder ein Stückchen attraktiver. Und das ist sozusagen mit ein Inhalt des Gesetzes, dass wir uns natürlich für die Zukunft auch darauf einstellen müssen, ausreichendes und qualifiziertes Personal für unsere Verwaltung zu finden. Und da ist die Frage von Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf eben ein entscheidender Punkt, auch in späteren Lebensphasen. Und insofern ist es ein wichtiger Gesetzentwurf, der hier Ihnen heute vorliegt. Darüber hinaus gibt es ein paar Punkte, die hier auch schon angesprochen worden sind, die ich nur
anreißen möchte. Die Förderung der elektronischen Verwaltung haben wir hier in dem Hessischen Beamtengesetz neu geregelt, um dort die elektronischen Mitteilungen, die E-Mail in bestimmten Bereichen, wo nicht ausdrücklich eine Schriftform zur Beweis- und zur Warnfunktion vorgeschrieben ist, um dort eben die E-Mail zuzulassen für den Rechtsverkehr. Darüber hinaus haben wir im Schulbereich die attraktivere Gestaltung der Konrektoren Ihnen hier vorgeschlagen und darüber hinaus im Disziplinarrecht eine Änderung. Eine Neuregelung im hessischen Disziplinarrecht gilt, oder diese Neuregelung für das hessische Disziplinarrecht gilt für Eintragungen in der Personalakte über Disziplinarvorgänge. Und da ist bisher ein umfassendes Tilgungsgebot vorgesehen, Herr Kollege Schaus, und bisher gibt es keine ausdrückliche Möglichkeit, Abwesenheitszeiten aufgrund vorläufiger Dienstenthebung dauerhaft rechtssicher zu dokumentieren. Das ist sozusagen der Gegenstand. Da diese Dokumentation aber eben gerade wichtig ist für weitere dienstrechtliche Entscheidungen, wie z.B. für die Berechnung von Dienstzeiten für besondere Altersgrenzen, ist es, glaube ich, richtig, dass wir hier eine vernünftige und ordentliche Rechtsgrundlage schaffen. Meine Damen und Herren, ein Gesetzentwurf, der vielfältige Änderungen enthält, aber gleichwohl seinen Schwerpunkt in der Pflegezeit und Familienpflegezeit hat. Darauf möchte ich noch einmal besonders hinweisen. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung, wie zu Beginn gesagt, in den Ausschüssen und hier im Plenum. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf federführend in den INA, mitberatend an den KPA.